Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal geht es um ein Beispiel, wie ihr identische Ebenen identifizieren könnt. Es geht wieder um Lagebeziehungen, deshalb habe ich euch auch in der Infokarte mein Video zum Thema oder mein Übersichtsvideo zum Thema Lagebeziehung von zwei Ebenen getan. Und da habt ihr gesehen, wenn ihr das schon gesehen habt, dass wir eigentlich immer E1 gleich E2 setzen und dann erstmal das Gleichungssystem auflösen und uns anhand der Lösung dann anschauen, sind meine Ebenen parallel, identisch oder schneiden sie sich in einer Gerade. Aber das können wir erst an der Lösung sehen. Also müssen wir es erstmal ganz normal ausrechnen. Schreiben also erstmal die Ebenen einfach nach und nach ab. Setzen ein Gleichheitszeichen dazwischen und überlegen uns dann, wie wir umformen können. Erster Schritt, wie immer, das, was kein Parameter hat auf eine Seite und das mit Parameter auf die andere, also minus k 200 und minus l 030. So, es bleibt übrig s 100 plus t 010 minus k 200 minus l 030. Das hier ist eine 3, das erkennt man vielleicht nicht, ist gleich minus 1, minus 1, minus 1, 0. So, hieraus machen wir, wie eigentlich immer, erstmal ein Gleichungssystem. Also haben in der ersten Zeile ein s minus 2k ist gleich minus 1. Haben wir in der zweiten Zeile ein t minus 3l ist gleich minus 1. Und die letzte Zeile ist einfach eine Nullzeile. Also 0 gleich 0. Anhand dessen können wir eigentlich schon mal erkennen, dass wir keine Schnittgerade haben. Weil wir hier einen gewissen Freiheitsgrad haben. Das heißt, wir können jetzt in unserem Gleichungssystem, wissen wir, diese Gerade ist halt nichts aussagend. Dass 0 gleich 0 ist, wissen wir sowieso. Das heißt, wir können sie eigentlich rausstreichen. Unser eigentliches Gleichungssystem besteht also nur noch aus zwei Gleichungen. Und wir haben vier Unbekannte. Also zwei Gleichungen, vier Unbekannte. Man kann mit einer Gleichung maximal eine Unbekannte lösen. Abhängig von anderen Unbekannten vielleicht, aber es gilt dann als gelöst. Und dementsprechend wissen wir hier, wir können oder wir haben minimal noch zwei Parameter, von denen alles abhängt. Ups, Parameter. Das heißt, das sehen wir allein schon daran, dass wir hier eine Zeile haben, die keine Aussage hat. Weil das eigentlich sowieso klar ist. Würde da jetzt was Falsches stehen, würden wir direkt wissen, die sind parallel. Weil parallel der einzige Fall ist, der keinen Schnittpunkt hat. So, hieran wissen wir eigentlich auch schon direkt, dass sie identisch sind. Wir können es aber auch nochmal nachrechnen. Haben also ein s ist gleich minus 1 plus 2k und ein t ist gleich minus 1 plus 3l. Das heißt, wir können s von k abhängig ausdrücken. Hier könnte theoretisch auch noch ein l auftauchen. Das ist egal. Wichtig ist nur, dass nichts auf der linken Seite steht, was auch auf der rechten Seite steht. Das heißt, prinzipiell so als Notiz könnte hier auch noch plus 5l oder sowas stehen und hier minus 12k oder so, wenn wir es berechnen wollen. Wichtig ist nur, dass wir eben von einer Geraden st die beiden Parameter von den anderen ausdrücken. Also abhängig von den anderen, L und K. Das sind ja eben genau die Parameter hier. Und damit wissen wir, dass die beiden Ebenen identisch sind.